Moin, moin, ich bin's wieder, euer Modellbau-Nerd. Ich habe hier die Bismarck. Ich habe das Abo abgeschlossen und ich will jetzt mir die ersten drei oder sechs Ausgaben mal angucken. Und dann werde ich überlegen, ob ich das weitermache oder nicht. Ja, schauen wir uns das jetzt mal an. Dann haben wir hier die Einführung in die Serie. Ihr hochwertiges Modell der Bismarck, das Meisterwerk der Schiffsbaukunst mit Bewegung, Licht und Sound. Werbung. Das ganze Schiff hat eine Länge von 125,2 mm. Also schon ordentlich. Und eine Höhe von 30 cm. Hat eine Breite von 100 mm. Ausrüstung Stand Mai 1941. Materialien, Rumpf ist aus Druckguss und Metall. Decks und Aufbauten Kunststoff und Metall und Reling aus Metall. Dann haben wir hier die Schritt für Schritt zum Sammlermodell, wie bei den anderen halt auch allen, wie das zusammengebaut wird. Und dann haben wir hier Funktionen auf Knopfdruck. Da werden die ganzen Funktionen alle gezeigt, was das hinterher später dann mal kann oder auch nicht kann. Das Magazin der Serie. Hier auch so ein paar Informationen. Und hier haben wir die Ausgabe 2 und 3, was in der Ausgabe 2 drin ist und was in der Ausgabe 3 drin ist. Und dann haben wir hier das Heft Nummer 1. Auch wieder Werbung. Haben wir hier auf der linken Seite das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite die ganzen Bauteile, die dabei sind. Die haben wir auch hier. Sieben nützliche Helfer. Schneidunterlage, Cutter, Sekundenkleber, Schraubendreher, Pinzette, Zahnstocher und Sandpapier. Also es wird auch geklebt. Das finde ich ja mal ganz gut. Und dann haben wir hier schon die Bauanleitung. Ja, sechs Seiten immerhin. Und dann haben wir hier die Bismarck. Geschichte und Schicksal. Ein Koloss läuft aus. Ja, das sind dann lauter Infos über das Schiff selbst. Die Legende der Kriegsschiffe. Auch alles schön beschrieben. Ja, dann haben wir hier nochmal die Ausgabe 2. Dann hier nochmal die ganzen Teile, die dabei sind. Ja, hier nochmal ein bisschen Werbung für Abonnenten. Die bekommen dann die Schneidematte und Präsentationstafel in der ersten Lieferung dann und in der zweiten so ein Werkzeugset. Oh, dann stelle ich euch jetzt mal um und dann gucken wir uns die Teile mal genauer an. So, wir haben jetzt die Teile hier liegen und die packen wir jetzt mal aus. Riecht ein bisschen. So, dann haben wir, fangen wir mit dem größten mal an.
Und zwar ist das Vorderteil des Oberdecks. Sieht sehr schön aus. Ist aus Plastik. Das ist der Bugteil des Rumpfes. Ist aus Metall. Ist auch schön lackiert. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir hier sechs Poller, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die 1818. Ja, sechs Poller. Und eine große und eine kleine Luke. Also ich habe von Schiffen, also von Schiffs, Schiffe, keine Ahnung. Ich muss das glauben, was mir da gesagt wird. Dann haben wir hier, das sind Seilwinden, zwei Stück. Hier haben wir zwei Kisten. Das ist, Moment, Bodenplatte des Verholzpilz, was? Verholzpilz. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Und zwei ganz kleine Teile. Das sind die 1,4 Spähkopf. Spähkopfunterteil. Oh. Auch weg. Gut, dann fangen wir an. Da brauchen wir jetzt als erstes die Seilwinden. Diese zwei hier. Trennen wir jetzt raus. Ein bisschen sauber. Hier drauf, auf dieses Teil. Und zwar werden die drauf geklebt. Kleber. Hier. Nichts raus. Da gibt es einen Trick. Und zwar, wenn nichts rauskommt, die Nadel ein bisschen mit dem Feuerzeug. Jetzt sollte es funktionieren. So sieht das denn aus. Da soll es aussehen.
Haben wir das schon mal fertig. Dann kommen wir jetzt zu den zwei kleinsten. Das ist egal wie rum. Ja, so wie es aussieht schon. So zusammen. Jetzt erstmal beiseite. Gut. Haben wir das auch. Dann kommen wir jetzt hier zu einem Deck. Jetzt muss dieses Teil hier rein. Das wird auch reingeklebt. Als nächstes das Foto zeigt das festgeklebte Verholzpil etwas weiter. Ach, dann auf dem Oberdeck kleben sie die beiden Kästen. Und Nummer 1. Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm.
Das liegt so. Nehmen das so da drauf, genau. Gott sei Dank noch gemerkt. Naja, machen wir es halt nochmal. Sieht das Ganze so aus. Dann kommen wir jetzt zwei Poller. Die haben wir hier. Mal eins. So, die kommen hier rein, wie es ausschaut. Passt auch. Gut, dann klemmen wir sie da rein. Unterschiedliche Größen. Steht auch da 1,8, das sind beides die gleichen. Sollte eigentlich passen. Und beide nebeneinander. Jetzt.
nächste Seite. Das gleiche nochmal. Hier. Die zwei. Sieht das so aus? Als nächstes kommen wir zu den Luken. Die haben wir hier. Dann haben wir hier die kleine Luke. Hier. Und die große Luke. Bisschen sauber machen. Die kommt jetzt hier vorne rein. Ja, in das Loch. Aus. Ja, das war's dann jetzt auch mit der Ausgabe. Hier haben wir durch. Abgefrühstückt. Ja. Also sieht sehr schön aus. Gefällt mir soweit eigentlich ganz gut. Na, mal gucken, wie die anderen Ausgaben so werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, einen Daumen, schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Übrigens wünsche ich euch noch schöne Ostern und ja, ein schönes Wochenende, schönen Tag. Ciao, ciao.